ist Hundeversteher und Hundesportler. Lukas Pratschka, bekannt aus das Supertalent 2013. Der 20-Jährige befasst sich seit 6 Jahren intensiv mit Hundetraining und hat mit seinen Hunden schon mehrere Auszeichnungen in verschiedenen Kategorien erzielt. Er kennt die Probleme und hat die passende Lösung dafür. Unterstützt wird er dabei von seinen Hunden Falco, Choke und Turner. Seit über 30.000 Jahren leben Menschen gemeinsam mit Hunden. Die Beziehung zwischen ihnen ist ein interessantes Thema. Ich bin heute im Wolf Science Center in Ernstbrunn und werde dort mit dem Biologen und Verhaltensforscher Kurt Kottraschall über sein neues Buch Mensch und Hund – Das Geheimnis unserer Seelenverwandtschaft reden. Hallo Herr Kottraschall, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben für uns und mir ein paar Fragen beantworten. Ich begrüße Sie erstmal im Wolfsforschungszentrum. Da sind wir auch am richtigen Platz, weil die Beziehung zu Hunden begann bei Menschen vor 35.000 Jahren beim Wolf. Dass das so lange dauert, merkt man schon, das ist schon ein Hinweis darauf, wie wichtig Hunde für Menschen sind. Also Wölfe sind Menschen schon sehr ähnlich in vielen Beziehungen, wie sie ticken, wie sie sozial miteinander verkehren. Das war offenbar der Beginn, und dann in diesen 35.000 Jahren Anpassung sind aus Wölfen Hunde geworden und die sind noch viel näher an uns. Die Seelenverwandtschaft zwischen Mensch und Tier ist gleich ein gutes Thema. Was macht für Sie eine gute Beziehung zwischen Hund und Mensch aus? Was sind da so Faktoren, wo man sagen kann, ja, die zwei sind ein gutes Team und haben eine gute Beziehung? Hatten bereits die Ahnen der Hunde, die Wölfe, eine große Ähnlichkeit mit den sozialen Bedürfnissen der Menschen, haben sie Hunde immer noch stärker an uns angepasst. Also sie können unsere Emotionen lesen, sich darauf einstellen. Hunde müssen nicht so unglaublich komplex sozialisiert werden wie Wölfe, damit sie ein Vertrauen fassen zu uns Menschen, sondern mein Gott, da ist halt der Wurf und die Menschen sind rundherum und man kontaktiert die Welpen ein paar Mal am Tag und es gibt wunderbar sozialisierte Welpen. Einer der großen Unterschiede zwischen Hunden und ihren Ahnherren, sozusagen den Wölfen, ist, dass Hunde wesentlich mehr sozial inkompetente Behandlung vertragen, wesentlich mehr Druck von Seiten des Menschen. Es war ja tausende Jahre so, dass man Hunde rumkommandiert hat. Die wichtige Beziehung, die zu sozial im Zentrum steht, ist bei gut sozialisierten Hunden immer zum Menschen. Und es gibt auch interessante Arbeiten unserer ungarischen Kollegen, die zeigen, dass zum Beispiel, wenn mehr als ein Hund im Haushalt vorhanden ist, dann gibt es zwischen denen eine gewisse Rangordnung. Das ist so. Und der ranghöhere Hund hat dann sozusagen ist dann der Hauptverbinder zum Menschen. Der ist auch lernbereiter, lernfähiger, ein bisschen aggressionsbereiter wie der andere. Und es ist eine gängige Erfahrung, wenn Menschen zwei Hunde haben, dann ist es leider so, dass einer meistens vor dem anderen stirbt. Und plötzlich ist der Jüngere, der immer so gut funktioniert hat, irgendwie verloren und man kommt drauf, der kann eigentlich fast nichts. Der hat eigentlich das gemacht, was der Ältere gemacht hat, und der baut dann schon langsam sozusagen seine Beziehung zum Menschen neu auf und kommt dann in diese Rolle. Es ist nett, wenn ein zweiter Hund da ist, aber wirklich wichtig, der zentrale Faktor für das Glück im Leben eines Hundes ist eine gute Beziehung zu seinem Menschen. All you need is a friend, someone to lean.